Mein Name ist Herbert Rusche. Ich bin Gründungsmitglied der Grünen gewesen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene und war auch für die Grünen Landesgeschäftsführer in Hessen und ab 83 war ich im Bundestag als Nachrücker, zahlenmäßig direkt der Nachrücker von Joschka Fischer und habe dann 4 Jahre im Bundestag gearbeitet. Und wie war die Zusammenarbeit in der Fraktion für dich? Ja, die war schwer, weil es gab da gleich irgendwelche Stars, die sich alles erlauben durften und die auch die anderen Leute, die ihnen nicht genehm waren, möglichst klein gehalten haben. Die also auch mit allen Tricks, wie man das von etablierten Parteien her kennt, gearbeitet haben. Und man war da eigentlich relativ überrumpelt, weil man angenommen hat, es läuft beim Grünen anders. Und es ist nicht viel anders gelaufen, das kann man im Nachhinein so sagen. Was war damals der Grund für dich, Gründungsmitglied der Grünen zu werden? Ja, ich habe auch in den Initiativen davor, ich habe vorher in der AOD war ich Mitglied, ich habe bei Anti-AKW-Initiativen mitgemacht, ich war in der Schwulenbewegung und das war ein ganzer Flickenteppich, der letztendlich dazu, logischerweise dazu führte, die Grünen zu gründen und bei der Gründung der Grünen dabei zu sein. Und wann bist du dann ausgetreten und wieso? Ich bin schon Ende der 80er Jahre relativ wenig aktiv gewesen bei den Grünen, weil das immer mehr so in diese Bürgerrechts- und bürgerliche Politik ging, die mir nicht genehm war und die mir so kompromisslerisch war. Und dann gab es noch solche Tendenzen, dass die Grünen angefangen haben, von den Parlamenten aus sich ihre eigene Basis zu schaffen, anstatt wirklich mit der Basis, die sie am Anfang so stark betont haben und die sie letztendlich auch ins Parlament gebracht haben, zusammenzuarbeiten. Und das fand ich dann doch schon ein bisschen fies und war nicht so mein Ding. Und ich habe dann immer mehr Abstand bekommen und Kosovo war letztendlich das Tröpfchen, das das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich war schon vorher eigentlich nicht sonderlich wohlgesonnen aufgrund der Entwicklung der Grünen. Und du bist jetzt Mitglied der Piratenpartei geworden? Seit Montag dieser Woche. Das habe ich mir überlegt. Ich habe die vor ein paar Wochen kennengelernt. Ich habe das erste Mal, ohne zu wissen, was es ist, auf meinem Wahlzettel in Hessen wahrgenommen. Und habe mich dann schlau gemacht im Internet, habe auf dem Stammtisch in Frankfurt meine Erlebnisse gehabt und auch ein paar Piraten kennengelernt. Und finde das faszinierend. Also finde auch die Unaufdringlichkeit. Also ich war die ersten beiden Male auf dem Stammtisch alleine mit anderen Interessenten gesessen. Da ist kein Pirat zu sehen gewesen. Das mag andere erschrecken. Ich finde es eher faszinierend, dass sie einfach dadurch, dass sie ein Thema in die Welt setzen, die Leute motivieren, sich zu treffen und sich etwas zu überlegen. Und das hat mich eigentlich schon begeistert. Und ich habe dann auch Leute kennengelernt, die grundsätzlich andere Gedanken haben und in der Weise frei und offen sind, wie das in ganzen Anfängen der Grünen war. Und da sehe ich schon Ähnlichkeiten. Und ich würde es ihnen gönnen, dass sie eine Chance haben, ihr politisches Anliegen auch direkt in die Politik, in das parlamentarische System zu tragen und nicht nur das irgendwelchen anderen verkaufen müssen. Und was ist deine Einschätzung jetzt? Hast du eine Prognose, in welchem Bereich sich das bei der Bundestagswahl? Ich würde keine Prognose machen, aber ich weiß, dass 5% möglich sind. Die waren es für die Grünen damals auch. Keiner hat damit gerechnet, dass wir 83,5% kriegen. Es waren 5,6%. Und wenn ich das sehe, was die Piraten im Moment für einen Zulauf haben und für einen Erfolg haben und wie sie diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, andere Leute anzusprechen, ist das schon faszinierend. Und da sehe ich das überhaupt nicht so in der weiten Ferne, dass die was erreichen. Und sie sind erst 2-3 Jahre. Das ist erstaunlich. Die haben einen großen, großen Zulauf und den zu Recht. Und was könnte dich dazu bringen, bei den Piraten wieder auszutreten? Ich bin geduldig. Ich bin erstmal lange, lange, lange Mitglied. Ich bin dann auch vielleicht ein bisschen versäuert in der Ecke und mache nicht mehr ganz so mit, wie ich wollte. Ich bin keiner, der jetzt so schnell die Fronten wechselt. Also von daher kann ich da noch gar nichts sagen. Und wenn die Tendenzen
kriegen, die mir nicht gefallen, werde ich das artikulieren, werde es sagen, werde ich darauf aufmerksam machen. Wenn mir jemand zuhört, ist gut, wenn ich es auch gut bin. Ich bin nicht so wichtig. Es geht um die Sache und ich versuche, in der Sache zu helfen. Das habe ich bei den Grünen so gemacht, mache ich auch bei den Piraten so. Und die Frage Schwulenpolitik, findest du jetzt nicht, dass das etwas ist, was die Piratenpartei sich übernehmen sollte? Nee, es ist auch die Schwulenbewegung der 70er Jahre war 100-mal radikaler als das, was die Grünen ab Mitte der 80er gemacht haben. Da ging es nicht um Bürgerrechtspolitik, sondern es ging um Akzeptanz und um wirkliche Gleichberechtigung, nicht um irgendein Ghetto, in dem die Schwulen schön in Ruhe gelassen werden und wo sie dann auch irgendwelche Sonderrechte kriegen und quasi so ein Positiv-Ghetto, wie es die Grünen und die sogenannten Bürgerrechtler gemacht haben, sondern ich bin eigentlich immer radikal für eine Gleichberechtigung gewesen. Und das hat mich sehr gefreut bei den Piraten, als ich anfing mit dem Thema, als ich gesagt habe, ich war bei den Grünen, habe ich Schwulenpolitik eingebracht und gemacht, richtig von den Piraten gesagt, das ist bei uns überhaupt kein Thema, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Und das haben die mittlerweile auch bewiesen, dass das wahr ist. Und das ist ein sehr guter Ansatz, ein besserer Ansatz, als wenn man da jetzt irgendwelche Reservate für Schwule produziert, in der sie von der anderen Seite kommt, wieder in eine Sonderrolle gedrängt werden. Und das ist das, was ich an der grünen Schwulenpolitik schon seit vielen Jahren kritisiere. Eine Frage noch zum Schluss. Was hältst du von der Zusammenarbeit der Piraten und der Grünen in Thüringen? Denkst du, das ist sinnvoll, dass man da schaut, dass wenigstens einer von beiden über die 5%-Hürde kommt für die Landtagswahl? Ich kann aus Hessen da gar nichts zu sagen. Im Prinzip, wenn die sich nicht wehtun und sich nicht gegenseitig was wegnehmen, sollen sie zusammenarbeiten, wenn die das vor Ort als gut ansehen. Ich würde mir nicht anmaßen, da aus Hessen ein Urteil darüber leisten zu können, ist auch nicht meine Aufgabe. Wenn die das vor Ort als konsequent und logisch ansehen, sollen sie es machen. Man guckt sich das an und man wird seine Erfahrungen daraus ziehen. Ich bin ja niemand, der dann sofort pro oder contra in irgendeiner Weise urteilt. Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.